Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anhörung hat ein durchaus differenziertes Bild dieser wichtigen Thematik gezeichnet. Und es gilt individuell, aber vor allem auch politisch, das Für und Wider der Mammographie-Screenings genau abzuwägen. Selbstverständlich gibt es auf der Pro-Seite einige Faktoren, die wir auch überhaupt nicht negieren. Ich glaube, da waren wir uns in der Anhörung auch soweit einig. Natürlich geht es hier um die möglicherweise frühere Erkennung und damit auch bessere und auch schonendere Behandlung von Tumoren. Das heißt, dass Chemotherapien häufiger verhindert werden können bzw. weniger häufig notwendig werden und dass auch die Brust bei Operationen häufiger erhalten werden kann. Und Ziel der Früherkennung ist natürlich auch, die Mortalität zu senken und Brustkrebs besser behandelbar zu machen. Allerdings möchte ich auch darauf hinweisen, dass es auch gilt, die Kontraseite in den Blick zu nehmen. Verdächtige Befunde können Frauen massiv beunruhigen und verunsichern, und diese Belastungen darf man an der Stelle auch nicht außer Acht lassen. Denn keine geringe Anzahl, und das ist in der Anhörung auch durchaus noch mal betont worden von allen Expertinnen und Experten, keine geringe Anzahl an sogenannten Falsch-Positiv-Befunden kommen durch diese Mammographie-Screenings zustande, die dann durch eine weitere Gewebeentnahme abgeklärt und dann auch herausgestellt werden können. Und der AKF, der Arbeitskreis Frauengesundheit, hat durch seine Expertin auch noch mal darauf hingewiesen, dass Frauen auch durchaus überdiagnostiziert und sogar krank gemacht werden, indem sie für Tumore oder bei Tumoren behandelt werden, die ihnen niemals gesundheitliche Probleme im Verlauf ihres Lebens verursacht hätten. Und darauf möchte ich auch noch mal hinweisen, Mammographie-Screenings können die regelmäßige Abtastuntersuchung, also das Untersuchen der eigenen Brust, auch nicht ersetzen. Und Frauen sollten mit jeder Veränderung, die sie an ihrer Brust bemerken, zu ihrem Arzt oder zu ihrer Ärztin gehen. Und wichtig ist es mir an dieser Stelle, neben den Mammographie-Screenings auch genau darauf immer wieder hinzuweisen, Frauen in die Lage zu versetzen, wirklich auch selber auf sich an dieser Stelle aufzupassen. Und die Wirksamkeit der Screenings kann nur durch eine Evaluation wirklich auch beurteilt werden. Das können wir im politischen Raum nicht so beurteilen. Und diese Evaluation ist ja derzeit auch im Gange, aber sie braucht eben einen bestimmten Zeitraum. Denn erst nach einem Zeitraum von 10 Jahren können wir ernsthaft absehen, ob die Mortalität tatsächlich gesenkt werden konnte und ob erfolgreichere und schonendere Behandlungen durch die Screenings befördert werden konnten. Und warten wir doch einfach diese Evaluation erst einmal ab, die im Moment gemacht wird, aber die, wenn ich jetzt richtig informiert bin, überhaupt erst 2022 abgeschlossen sein wird. Und zentral ist aus meiner Sicht die Information der Frauen, denn wichtig ist doch aus unserer Sicht, dass die Frauen in die Lage versetzt werden sollten und in die Lage versetzt werden müssen, eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, ob sie an diesen Screenings teilnehmen wollen oder auch nicht. Und auch eine informierte Entscheidung darüber treffen können sollen, welche weiteren Vorsorgemaßnahmen und welche weiteren frühdiagnostischen Maßnahmen es gibt. Und ich habe es gerade schon erwähnt, eben auch darauf hinzuweisen, die eigene Tastuntersuchung wirklich auch konsequent durchzuführen. Die überarbeiteten Einladungsschreiben, die ab diesem Jahr versandt werden, und die dabei gelegten Merkblätter werden in diesem Anspruch schon sehr viel besser gerecht. Das ist ja auch Gegenstand der Anhörung gewesen. Und doch, und jetzt komme ich dazu, warum wir im Endeffekt diesem Antrag nicht zustimmen können. Denn dem differenzierten Austausch, den wir in der Anhörung hatten, aber auch in der Auswertung im Austausch, wird der Antrag der FDP nach wie vor nicht gerecht. Wenn die einzige Erkenntnis, die auf Seiten der FDP nach dieser Anhörung bleibt, ist, dass es sich bei den Mammographie-Screenings nicht um ein Mittel der Prävention, sondern der Früherkennung handelt. Wenn das die einzige Erkenntnis ist, die Sie mitgenommen haben, ist das immerhin erfreulich, denn Sie haben sich dort korrigiert und haben diese offensichtliche falsche Annahme, die jetzt schon in Ihrer Überschrift war, an der Stelle korrigiert. Aber, und das will ich auch noch mal deutlich sagen, einzig und allein die Überschrift zu ändern, ist uns dann doch zu undifferenziert, und dementsprechend können wir diesem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank, Frau.